Es gibt hier noch einen 5-Dollar-Coupon. Und den bekommt jeder, der sich neu bei PCBWay registriert. Das heißt, eure erste Bestellung für 5 Platinen ist für euch kostenlos. Ihr müsst nur den Versand bezahlen. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nochmal ein Video zur Treppenbeleuchtung, genauer gesagt geht es um die Platinen zur Treppenbeleuchtung. Die hat der Jürgen uns ja damals gefertigt und netterweise zur Verfügung gestellt und er hat uns ja auch das KeyCAD-Tutorial erstellt, aber trotz des Tutorials und trotz der Schritt-für-Schritt-Anleitung erreichen uns immer wieder Fragen: Können ihr uns nochmal sagen, wie kann ich die Platine fertigen? Können ihr uns dabei helfen? Können ihr uns die verkaufen? Dass das mit dem Shop nichts gegeben hat, werden die meisten wohl mitbekommen haben. Insofern, nein, verkaufen kann ich sie leider nicht. Ich habe aber jetzt nochmal nach einer Lösung gesucht und ich denke, ich habe eine gefunden. Und zwar hat PCBWay mich gefragt, ob ich nicht deren Service einmal testen möchte. Und genau das habe ich mit der Treppenbeleuchtungsplatine getan. Nicht, dass ihr euch wundert, die Treppenbeleuchtungsanleitung habe ich etwas angepasst. Die Gerber-Dateien sind nicht mehr zum Download bereit, sondern ihr findet da jetzt direkt einen Link nach PCBWay, wo ihr die Platinen sofort bestellen könnt. Das ist ein Vorgehen, das werde ich jetzt auch für alle weiteren erscheinenden Platinen so beibehalten. Gebt mir dazu gerne mal Feedback, aber ich habe jetzt erstmal mit denen eine Kooperation gestartet. Insofern, auch dieses Video ist eine Kooperation. Vom Preis her ist das absolut fair, der Dienst ist absolut super, die sind rasend schnell. Wenn ich nicht hinter dem Ganzen stehen würde, hätte ich das Ganze auch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir schauen mal, was PCBWay mir hier geschickt hat und danach zeige ich euch den Bestellvorgang und was PCBWay noch so alles zu bieten hat. Erstmal, hier seht ihr schon, PCBWay hat auch gerade 6-jähriges Jubiläum, deshalb hier dieser 6-Jahre-Sticker oben auf der Verpackung. Und wir schauen einfach mal rein. Also erstmal das Ganze gut gepolstert, da kann man schon mal nichts sagen. Und wir fangen, würde ich sagen, mal mit den Platinen selber an. Hier seht ihr erstmal die beiden Varianten der Platinen. Ich packe das Ganze direkt mal aus. So sehen die Platinen jetzt also aus. Farben gibt es bei denen auch verschiedene zur Auswahl. Bei Smart Home Yourself, bei meinem blauen Logo, habe ich gedacht, da passen blaue Platinen einfach am besten. Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick, die Verarbeitung sieht wirklich gut aus. Auch die kleinen Schriften kann man wunderbar lesen, da ist nichts verwaschen, das ist alles tipptopp. Ich werde jetzt sicherlich auch innerhalb der nächsten Zeit mal die Gelegenheit nutzen und endlich mal meine Treppe umrüsten und diese Platine da unten einbauen. Natürlich jetzt auch mit Fading, weil sie läuft immer noch im Prototyp-Status. Kann man jetzt drüber meckern? Ist nämlich alles ja immer noch das Steckbrett wie aus dem ersten Video zur Treppenbeleuchtung. Aber auf der anderen Seite, never touch a running system und ich bin schwer begeistert, die Treppenbeleuchtung läuft bis heute 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ich hatte bis heute nicht einen einzigen Aussetzer. Aber die Kiste ist noch nicht ganz leer. Die Sachen habe ich zwar nicht bestellt, die sind jetzt aber diesmal trotzdem mit dabei. Ich schätze mal zum Jubiläum, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das auch so ein bisschen zufällig, an wen dieses Zubehör verschickt wird. Und zwar habe ich hier so ein Badge bekommen, also hier eine kleine Platine. Hier gibt es noch so einen Anstecker, den kann man hier hinten dran löten, dann könnte ich mir das hier ans T-Shirt kleppen. Und ja, da sind hinten ein paar RGB-LEDs drauf gelötet. Hier kommt eine Batterie rein und dann blinkt das Ganze. Batterie habe ich jetzt gerade leider keine hier. Ich gucke mal, ob ich gleich noch eine finde. Dann blende ich hier mal eben noch diese Platine in Aktion ein. Dann haben wir hier nochmal 2 Sticker zum 6-jährigen Jubiläum. Und dann geht es sogar noch weiter. Ein PCBWay Kugelschreiber. Nochmal ein Aufkleber. Und das finde ich auch ganz cool. Das ist eine Beispielplatine, auf der ihr Bemaßungen, die möglich sind, in der Fertigung
einfach mal alle als Beispiel drauf habt oder sehr viele als Beispiel drauf habt, ja, um Proportionen abschätzen zu können, um zu sehen, wie groß ist denn so ein Loch jetzt wirklich? Hier kann ich zum Beispiel dann auch mal gucken, was für ein Loch brauche ich denn jetzt, wenn ich jetzt das und das Bauteil benutzen möchte. Wie groß muss denn das Loch sein? Passt das Beinchen durch? Passt das nicht durch? Und dementsprechend kann ich dann das richtige Loch in meinem Platinendesign auswählen. Also das fand ich auf jeden Fall auch noch ganz cool, dass das noch mitgeliefert wurde. Das war es erstmal zu meiner Bestellung. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal runter ins Büro an den PC und ich zeige euch da mal die PCBWay-Seite und wie ihr jetzt in der Lage seid, euch meine Platinen zur Treppenbeleuchtung selber nach Hause liefern zu lassen. Ja, im Büro angekommen, seht ihr jetzt hier die Smart Home Yourself Homepage. Uns geht es ja jetzt speziell um das Treppenlauflicht, da kommt es auch schon. Wir gehen direkt hier zur Anleitung. Die Anleitung, denke ich, ist den meisten von euch bekannt. Ich gehe jetzt auch nur auf die Änderungen bezüglich der Platinen ein. Hier konntet ihr bisher immer die Gerber-Files runterladen, musstet euch dann einen Platinenhersteller eurer Wahl aussuchen, da dann das Gerber-File hochladen, dann entsprechende Einstellungen vornehmen und konntet dann die Platinen zur Prüfung freigeben, in Auftrag geben und dann wurden sie, wenn sie fertig waren, zu euch nach Hause geliefert. Den Vorgang habe ich jetzt zumindest noch mal ein kleines bisschen vereinfacht und zwar habt ihr hier jetzt direkt einen Link nach pcbway.com. So, und dann seht ihr, habt ihr hier jetzt direkt ein fertig konfiguriertes Projekt dieser Platine. Heißt, ihr müsst nichts mehr runterladen, wieder hochladen etc., sondern PCBWay weiß direkt, wie diese Platine aussieht etc., weil ich jetzt schon alles hinterlegt habe, auch die ganze Konfiguration. Hier seht ihr zum Beispiel zwei Layer, die Maße 100x100mm, mit einer Stärke von 1,6 mm, direkt vorverzinnt, blaue Solder Mask, weiße Beschriftung. Das müsst ihr also alles schon mal nicht mehr einstellen. Dann gibt es hier eine kleine Kurzbeschreibung, hier unten nochmal eine ausführliche Beschreibung. Ich habe auch nochmal die Videos hier verlinkt. Hier gibt es auch nochmal Dokumentation. Dann ist hier nochmal das GitHub-Repository mit dem Sketch für den Arduino hinterlegt. Ja, und das war es eigentlich schon. An der Stelle, was mich riesig freuen würde, alle die Treppenbeleuchtung vielleicht schon bei sich aktiv haben oder alle denen das Projekt gefällt oder die mich einfach nur unterstützen wollen, wenn ihr euch hier anmeldet, könnt ihr hier das Projekt liken, würde mich riesig freuen. Wir schauen uns jetzt aber mal an, was müsst ihr tun, um diese Platine jetzt zu bestellen. Hier seht ihr schon Add to Cart, also zum Warenkorb hinzufügen und da klicken wir jetzt mal drauf. Dann seht ihr hier eine Anmeldemaske. Und für alle, die noch keine Mitglieder sind, die müssen sich erstmal registrieren. Und das tun wir jetzt auch mal. Und zwar einmal die E-Mail-Adresse angeben, zweimal ein frei gewähltes Passwort und dann klickt ihr einfach auf Create Account. Wir sagen jetzt einfach nochmal Add to Cart, denn jetzt sind wir angemeldet. So, dann geht ein Dialog auf mit allen Voreinstellungen, die ich hier schon hinterlegt habe. Hier könnt ihr jetzt nochmal sagen, nee, ich möchte keine blaue Platine, ich möchte zum Beispiel eine schwarze. Und dann seht ihr hier direkt, für 5 Dollar bekommt ihr in 3-4 Tagen diese Platine gefertigt, und zwar 5 Stück. Was ich bei PCBWay sehr cool finde, ihr könnt sogar sagen, ich hätte aber gerne 10 Stück und es bleibt bei 5 Dollar. Das ist auf jeden Fall schon mal echt fair, für 50 Cent ungefähr pro Platine in 3-4 Tagen gefertigt. Also ich denke, da kann man auf keinen Fall meckern. So, wir lassen mal die 10 Stück. Ich stelle das mal wieder auf blau. Hier seht ihr noch, wenn ihr das Ganze schneller haben wollt, also in garantiert 48 Stunden, dann könnt ihr sagen 39 Dollar. Und wenn ihr sagt, nein, ich will auf jeden Fall, dass das in 24 Stunden erledigt ist, dann kostet euch das Ganze 62 Dollar. Ich bleibe bei den 5 Dollar, 2-3 Tage. So, dann sagen wir jetzt hier einmal bestätigen, indem wir auf Submit klicken. Wir kriegen das Ganze nochmal mit Success bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich war. Klicken auf OK. So, und jetzt seid ihr in eurer Bestellübersicht. Hier seht ihr Under Review. Und solange eure Bestellung in dem Status Under Review ist, könnt ihr auch noch nicht auf Proceed to Checkout klicken. In der Regel dauert der Review ungefähr 24 Stunden oder bis zu 24 Stunden.
Das ist jetzt schon mein zweiter Take. Gestern hat sich mein Rechner aufgehangen, als ich die Bestellung aufgenommen habe. Und von daher kann ich sagen, bei der hinterlegten Platine geht der Review sehr, sehr schnell. Also gestern war es ungefähr eine Viertelstunde. Danach ist die Bestellung freigegeben worden. Der Jürgen hatte das ja auch schon mal in seinem Video in der Keycard-Reihe gezeigt. Und da hat er ja auch darauf hingewiesen, dass die Platine erstmal geprüft werden muss. Das ist hier also ganz genauso. Aber dadurch, dass das Projekt ja schon hinterlegt ist und auch schon gefertigt wurde, nehme ich mal an, dass das der Grund ist, dass hier die Prüfung relativ zügig geht. Ihr seht hier auf jeden Fall nochmal grob zusammengefasst eure Einstellungen, die Stückzahl, den Preis für die Herstellung der Platinen. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich erstmal warten, bis hier dieser Review-Status auf Awaiting Payment umspringt. Also von daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr seht, under Review 0, Awaiting Payment 1. Das heißt, die Platine ist geprüft. Ihr seht auch hier unten, das Ganze hat jetzt nicht sonderlich lange gedauert. Jetzt ist hier auch der Proceed to Checkout Button aktiv. Das heißt, wir können jetzt unsere Platine zur Bestellung freigeben. Das machen wir mal, ich klicke da mal drauf. So, und da wir jetzt ja eben nur unsere E-Mail und ein Passwort vergeben haben für unseren Account, fragt er uns jetzt hier erstmal nach unserer Adresse. So, nachdem ihr das alles hier angegeben habt, klicken wir jetzt hier auf Update Address. Und jetzt seht ihr hier einmal die möglichen Zahlungsmethoden und ihr seht die möglichen Versandarten. Auf der rechten Seite habt ihr eine Übersicht, was euch das Ganze in der Summe kostet. Ja, und auf die einzelnen Punkte gehen wir jetzt mal eben kurz ein. PayPal kostet extra 2 Dollar. Der Banktransfer kostet 30 Dollar. Kreditkarte kostet ebenfalls 2 Dollar. Und andere Zahlungsmethoden kosten 3 Dollar. Ich wähle hier in der Regel PayPal. Das lassen wir jetzt erstmal auch so stehen. Und wir kommen mal hier zu den Versandarten. Hier seht ihr als erstes DHL, das ist DHL Express. In 3 bis 7 Tagen ist das Ganze bei euch. Also bei mir waren es wirklich 3 Tage. Ich blende hier mal kurz einen DHL-Tracking-Übersicht ein. Also da war ich schon schwer begeistert, wie schnell das geht. Montags in die Post gegangen in China und am Mittwoch um ungefähr 2-3 Uhr hatte ich es in der Hand. Also das war schon echt rasend schnell, kostet allerdings auch hier 28 US-Dollar. Dann habt ihr die Möglichkeit FedEx zu wählen. Die brauchen mindestens 5 Tage, maximal 8 Tage, kosten dafür aber nur 17 Dollar. Dann gibt es EMS, die brauchen mindestens 15, maximal 30 Tage und kosten 32 Dollar. Also die sind in meinen Augen schon mal völlig raus. Ja, und dann gibt es natürlich noch China Post für alle, die ein bisschen mehr Zeit haben. Das dauert dann halt mindestens 2 Wochen, also 15 Tage und bis zu 60 Tagen im schlimmsten Fall. Kostet dafür aber nur 9 Dollar. Dann gibt es hier noch andere Versandarten. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr hier oben den Hinweis, wendet euch bitte an diese E-Mail-Adresse, dann könnt ihr per Mail absprechen, ob UPS, TNT oder andere Versandarten möglich sind und zu welchen Konditionen. Ich wähle jetzt hier mal China Post aus. So, und dann haben wir hier unten das Message Center. Und dann seht ihr hier einmal den Hinweis, dass die Platine fertig geprüft wurde. Das haben wir ja schon mitbekommen, deshalb sind wir ja jetzt auch hier schon im Bestellprozess. Aber es gibt hier noch einen 5-Dollar-Coupon. Und den bekommt jeder, der sich neu bei PCBWay registriert. Das heißt, eure erste Bestellung für 5 Platinen ist für euch kostenlos. Ihr müsst nur den Versand bezahlen. Und wenn ihr jetzt hier oben mal auf diesen Pfeil klickt, dann seht ihr hier auch, Choose a Coupon, 5 Dollar off, läuft am 24.12. diesen Jahres ab. Da klicken wir jetzt mal drauf und zack, seht ihr, die 5 Dollar werden abgezogen und ich zahle nur noch 10 US-Dollar Versand, weil 1 Dollar PayPal, 9 Dollar Shipping und so ergeben sich hier diese 10 US-Dollar. Heißt, die Platinen kosten mich gar nichts, ich zahle nur den Versand. Dann klicken wir jetzt auf Place Order. Dann seht ihr hier nochmal die Übersicht. So, und dann klickt ihr jetzt hier einfach auf PayPal oder ihr könnt jetzt hier noch andere Zahlungsmethoden wählen. Und danach ist der Bestellvorgang abgeschlossen, die Zahlung ist abgeschlossen und PCBWay startet mit der Produktion. Wie das aussieht, schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt an, nachdem ich die Zahlung abgeschlossen habe. Ja, hier sind wir jetzt wieder in der Bestellübersicht. Ja, und hier ist meine Bestellung. Wer jetzt aufgepasst hat, sieht, Order Amount ist jetzt 30 Dollar, die Bestellnummer hat sich geändert.
Ja, ich bin jetzt auch mit meinem anderen Account angemeldet. Denn mir ist gestern bei der Aufnahme der ganze Rechner abgeschmiert. Da war die Bestellung leider schon platziert, aber die ganze Aufnahme war weg. Insofern musste ich das Ganze jetzt ein bisschen schneiden, habe also den Bestellvorgang nochmal ausgeführt. Allerdings die erste Bestellung von gestern, da habe ich mich für DHL Express entschieden. Daher kommt jetzt hier diese $30. Ansonsten ist aber alles identisch. Also ihr landet genau in dieser Ansicht, wenn die Bestellung hier durchgeführt wurde, euer Zahlungseingang verbucht wurde und der Produktionsstatus ist hier einsehbar. Und wie das jetzt genau im Detail aussieht, das finde ich nämlich ziemlich cool gelöst, das schauen wir uns jetzt mal an. Ihr habt nämlich hier die Möglichkeit, genau zu sehen, in welchem Status der Fertigung die Platinen sich gerade befinden. Nämlich wenn ihr hier auf Production Tracking klickt, geht hier eine Übersicht auf und ihr seht ganz genau alle einzelnen notwendigen Schritte der ganzen Fertigung und ihr könnt genau sehen, in welchem Status sich die Platine gerade befindet. Und wenn ihr hier zu den einzelnen Schritten genauer wissen wollt, was PCBWay denn da überhaupt macht in diesem Arbeitsschritt, dann habt ihr hier vor diesen Play-Button und da könnt ihr einfach mal draufklicken und ja, dann kommt ihr hier zum Beispiel zu Drilling the PCB und habt zu jedem einzelnen Arbeitsschritt hier auch ein Video, wo ihr euch angucken könnt, was machen die denn da überhaupt, um die Platine zu fertigen. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert für alle, die interessiert, wie wird denn so eine Platine überhaupt wirklich gefertigt in so einer Fabrik. Möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, ich wollte euch aber mal zeigen, dass ihr hier diese ganze Produktionsstraße der Platinenfertigung auch wirklich Schritt für Schritt erklärt kriegt. Auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr interessante Sache für alle, die sich für Technik und solche Sachen interessieren. Ihr seht auf jeden Fall, die Platinen sind jetzt hier bei 13% Fertigung. So könnt ihr immer im Auge behalten, wie weit ist denn meine Platine jetzt gerade überhaupt. Und sobald hier das Production Tracking auf 100% wechselt, geht die Bestellung in den Status Delivery, also in den Versand, um genau zu wissen, wann eure Platine bei euch zu Hause eintrifft. Ja, wie ihr jetzt seht, die Platine befindet sich jetzt im Status Delivery. Sie ist also im Versand angekommen, die Produktion ist abgeschlossen. Hier seht ihr es auch nochmal, Production Tracking 100%. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Bestellung direkt nochmal zu wiederholen, wenn ihr das möchtet. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, könnt ihr hier über Open Dispute die Reklamation einleiten oder was auch immer gerade notwendig ist. Hier seht ihr auch nochmal Order Status Shipped, also es wurde schon versandt. View Detail gibt euch nochmal eine Gesamtübersicht des Ganzen. Hier oben habt ihr auch nochmal die Rechnung. Hier könnt ihr bestätigen, dass ihr die Platine erhalten habt. Das gleiche habt ihr hier auch nochmal. Hier gibt es die Rechnung. Hier könnt ihr bestätigen, dass die Platine bei euch angekommen ist. Ihr könnt ein Feedback hinterlassen. Wenn ihr hier auf View Logistics geht, dann seht ihr hier auch nochmal Shipping Company DHL. Es wird also mit DHL versandt. Hier meine Tracking-Nummer. So, und wenn man hier auf die Tracking-Nummer klickt, dann ist es so, wie man es halt kennt. Ja, und ich glaube, damit hätte ich alle wichtigen Punkte vorgestellt. Ich warte jetzt nur noch darauf, dass die Platinen bei mir eintreffen, um den Versand hier zu bestätigen. Und damit ist die Bestellung komplett abgeschlossen. Ja, soviel erstmal zum Bestellvorgang auf PCBWay. Was man vielleicht noch kurz erwähnen kann, wenn ihr eine eigene Platine habt, die ihr bestellen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch. Hier habt ihr erstmal die Möglichkeit, das Ganze vorzukonfigurieren, wenn ihr möchtet. Hier seht ihr auch die unterschiedlichen Arten der Platinen, die euch angeboten werden. PCB Assembly, da werden euch die Platinen sogar direkt bestückt. Dann habt ihr die Möglichkeit, flexible PCBs hier zu bestellen. Das finde ich auch eine sehr interessante Sache. Und dann gibt es noch Advanced PCBs. Was genau das heißt, ich bin nicht ganz sicher. Aber für uns relevant ist, glaube ich, hauptsächlich PCB Prototype. So, ich klicke in der Regel eigentlich einfach auf Quote Now und wähle dann hier den Punkt Quick Order PCB Upload Gerber File and Autofill Parameters. Heißt, ihr müsst nur die Gerber File hochladen und den Rest ermittelt er sich selbstständig. Ich zeige euch das mal eben kurz. Wir gehen hier einfach auf die Gerber File Auswahl, nehmen die Datei, die wir hochladen möchten, also die wir produzieren möchten. Dann seht ihr direkt, die wird vorgerendert. Er hat hier schon die Maße erkannt. Er hat erkannt, es sind zwei Layer. Hier kann ich jetzt wieder die Stückzahl auswählen. Ich kann nochmal die Farbe ändern. Aber prinzipiell kann ich auch einfach sagen, Save to Cart.
Also ihr seht, das eigene Platinen bestellen ist ja auch nicht wirklich viel schwerer. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ist der eigentliche Bereich, wo ich jetzt meine Platinen hinterlegt habe. Den fand ich nämlich auch noch ganz interessant. Und zwar hier dieser Bereich Shared Projects. Klicken da mal drauf und dann kommt ihr nach pcbway.com/project. Auf der Startseite werden euch immer verschiedene Projekte einfach vorgeschlagen. So, und wenn ihr jetzt hier nochmal auf Shared Projects klickt, dann gelangt ihr in die Gesamtübersicht. Jetzt seht ihr hier auch, meine beiden Platinen gehören noch immer zu den zuletzt hochgeladenen Platinen. Hier könnt ihr natürlich jetzt auch einfach draufklicken, dann seid ihr wieder in meiner Projektseite, könnt jetzt hier wieder bestellen. So, aber wie ihr seht, hier gibt es noch jede Menge andere Projekte. Ihr habt auch die Möglichkeit, nach Kategorien zu filtern. Ich bleibe jetzt aber mal bei Arduino. Wir schränken mal nach Arduino ein. So, und jetzt seht ihr hier sämtliche Projekte, die irgendwie mit Arduino zu tun haben. Ja, und ihr seht, das ist jede Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele Platinen hier drin sind, aber es gibt auf jeden Fall jede Menge zu stöbern und ich denke, hier ist wirklich für jeden was dabei, was man sich einfach mal angucken kann, bestellen und nachbauen kann. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr schon eigene Platinen designt habt und sagt, die möchte ich gerne auch mit anderen teilen. Hier oben gibt es einen Button Share Projects. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr hier in so eine kleine Eingabemaske, könnt hier oben wieder eure Gerber-File hochladen. So, dann rendert er die ersten beiden Grafiken direkt vor, Vorder- und Rückseite. Dann könnt ihr dem Ganzen hier einen Namen geben, eine Kurzbeschreibung, hier unten die ausführliche Beschreibung, hier Link zur Dokumentation, Link zum Quelltext, wenn benötigt. Das hier ist die Kategorie, wo ich eben Arduino ausgewählt habe. Da könnt ihr bis zu 3 Stück auswählen. Und hier könnt ihr noch beliebig viele Keywords angeben, also Suchbegriffe. Bill of Materials kennt ihr auch schon aus unserem KiCad-Tutorial. Die könnt ihr hier einfügen, also die Bauteilliste. Ihr könnt angeben, möchtet ihr die Gerber-Datei herunterladbar haben oder eben nicht. Ihr könnt auswählen, unter welcher Lizenz eure Platine veröffentlicht werden soll. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also eigentlich total einfach, wenn ihr alles ausgefüllt habt, klickt ihr einfach auf Start Sharing. Das Projekt wird nochmal kurz geprüft und geht danach direkt in die Öffentlichkeit und jeder kann dieses Projekt bei PCBWay fertigen lassen. Ich muss sagen, ich finde das hier eine echt coole Sache. Ich würde sagen, schaut es euch einfach mal an. Hier findet ihr auf jeden Fall ab sofort meine Treppenplatinen und auch alle in Zukunft erscheinenden Platinen und könnt diese, wie ich finde, extrem schnell und kostengünstig fertigen lassen. Ja, das war's von der Treppenbeleuchtungsplatine und PCBWay. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, das Ganze war eine Kooperation. PCBWay hat mir die Platinen gesponsert für dieses Video und wir werden jetzt wahrscheinlich auch eine langfristige Kooperation starten. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Lasst gerne mal auch mal ein bisschen Feedback da, was ihr davon haltet. In den nächsten Videos werden natürlich wieder die Projekte im Vordergrund stehen. Das soll ja nicht zu irgendeinem Werbekanal mutieren. Aber in dem Fall habe ich mir jetzt gedacht, PCBWay passt einfach hundertprozentig zu unserem Content. Wir haben das KiCad-Tutorial und auch bei sämtlichen anderen Projekten. Platinen brauchen wir eigentlich fast immer. Ich spare mir die ganze Löterei mit Lochrasterplatinen und dem ganzen Heckmeck, komme so jetzt auch noch umsonst an die Platinen für meine Zwecke dran. Und damit ihr jetzt auch noch davon profitieren könnt, möchte ich diese 10 Platinen unter allen Kommentaren unter diesem Video verlosen. Ich würde sagen, wir lassen das Gewinnspiel bis zum 31. Oktober laufen. Das heißt, am 31. Oktober um 23.59 Uhr endet dieses Gewinnspiel. Ich ziehe dann die 10 Gewinner dieser Platinen und würde euch dann kontaktieren. Ihr müsst mir dann eure Anschrift nennen, an die ich die Platinen schicken soll. That's it. Die weiteren Informationen zum Gewinnspiel findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und damit war es das dann auch schon mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder Livestream wiedersehen. Ich habe jetzt mit Livestreams zum Thema Home Assistant angefangen, wo ihr mich begleiten könnt, meine ersten Erfahrungen mit Home Assistant zu sammeln. Wir haben das Ganze jetzt schon installiert und mal die ersten Einrichtungen gemacht, haben unseren ersten D1 Mini als Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mal darüber eingerichtet. Und ja, mal schauen, womit es jetzt in den nächsten Streams so weitergeht. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Home Assistant Stück für Stück immer weiter aufbauen und immer mehr Sachen da rein integrieren. Wenn euch das also interessiert, lohnt sich der Klick auf die Glocke erst recht, weil die Streams werde ich immer so 2-3 Tage mindestens vorher planen
und durch den Klick auf die Glocke bekommt ihr dann auch vorab die Info, wann dieser Stream startet und habt dann die Möglichkeit, mich live auf meiner Reise ins Thema Home Assistant zu begleiten. Wenn ihr Home Assistant selber vielleicht auch schon einsetzt, schaltet trotzdem gerne mal rein. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps und Anregungen habt. Vielleicht habt ihr aber auch irgendwelche Fragen. Wir bemühen uns nach Möglichkeit auch immer auf diese Fragen einzugehen oder zumindest den einen oder anderen Tipp zu geben, wo man die Informationen findet. Das soll es aber dann an der Stelle jetzt erstmal wirklich gewesen sein. Ich verabschiede mich für heute und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!